nicht gegen das Schauer, mein lieber Freund. Ein Elend gibt es auf der Welt. Herr Schein, wir sollen uns dagegen eine Kassenfälschung vornehmen. Was soll denn das, Junge? Ach, das ist nicht doch damit. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Also zu der Malknopf-Vorsicht, dann zum Bach, ja, der darf die Ranger nicht vergessen. Das wäre ich nass. Und dann den Schnell natürlich, den nehmen wir zuerst. Was ist da Löwingen? Das ist eine neue Kundschaft. Die ewige Weltnachmittag auch. Löwingen? Was ist da noch? Ja, Fläschchen, gehst du doch mal raus? Lass dir sein. Und es geht wieder auf. Raus, sag ich. Komm ja schon. Ja, was ist denn hier los? Du musst dir ja früh die Fenster schließen, sonst schießt dein Geliebter Kuh ohne Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Hier läuft viel Ware im Leben. Entschuldige bitte, wenn ich den Hof nicht vergaß. Also ein Eiber. Entschuldige, Chef, aber die wilde Biene. Komm schon, ruhig. Gib mir jetzt du. Du, Mutti, da wären viele froh, wenn der Kuckuck davon geflogen wäre. Glaubst du? Ja, was machst du denn für ein Gesicht, Mutti? Nimm doch einen Vorhang hoch. Ja, hast du eine Ahnung, wie böse Menschen sein können? Wie geht's? Komm, wie nicht spazieren. Viele Grüße an den Herrn Gemahl. Und das haben die schon so boshaft, dass man ihnen ein bisschen ins Gesicht springen könnte. Ja, ich kann mir schon denken, wen du wieder meinst. Ist richtig. Was macht ihr zwei denn für Gesichter? Musst du deine Mutter fragen. Ich denke immer wieder mit der Geschichte mit dem Kaufmann an. Verstehst du, was kann ich denn dafür, dass die Leute ihre Rechnungen nicht bezahlen und stattdessen große Reisen machen und große Ausgaben? Na, ich, du Junge, der hat sich auch was geleistet. Du glaubst was bei dem Kaufmann Huber. Weil der kürzlich war und bei dem hat sie schlecht genommen, hat er ihm eine Ohrfeige angeboten und weißt du, was der zu dem sagte? Weil wir auch so sein, mein Großvater und der kommt pendeln, mein lieber Freund. Wenn der noch einmal vorgebracht hat, dann kann er sehen, der hat hier Himmel voll. Hast du keine Ausnahme? Oh, das war so gut so gemein. Aber als Inge sich damals von Verlust hätte und die Familie hörte, dass er den Gericht vollziehen lasse, ich hab ja noch so lange Zeit. Das war nicht Vatis Beruf allein. Eben, der war blöd. Da weißt du, die Leute, die können mir nie verzeihen, nie verzeihen, als mein Kollege Müller letztes Jahr bei Ihnen war. Was? Ja. Was du nicht sagst, also das hätte ich von den Leuten nie erwartet. Naja, das Gerichtsvollzieher hat uns eben schwer. Kann man wohl sagen, weil die Menschen blöd sind, verstehst du? Die wollen nicht einsehen, dass der Kuckuck ein Sperrriegel ist, gegen die menschliche Dummheit und für Menschen, die nicht mit Geld umgehen können. Ja, aber Fabian, ich muss doch nicht aufklären. Man soll doch jeder auf sich selbst aufpassen. Ja, das können ja die meisten Menschen nicht. Und deshalb hat der Staat den Kuckuck geschaffen, das ist ein Bremsklotz, verstehst du? Und wir haben da einen sehr wichtigen und schönen Beruf. Denn du wüsstest, in was für Situationen man als Gerichtsvollzieher kommt und da muss man mit Fingerspitzengefühl und Takt und da war ich so gestern bei einer Dame, einer jungen Dame, die war schon mal so vor 14 Tagen hübsch, also entschuldige ich immer, so im richtigen Mannesalter. Und gestern habe ich also geleuchtet, nicht? Und da geht die Tür auf und ich denke, mich tritt der Schlag. Das war, und manchmal sind sie auch gemein, die Leute, weißt du, wie die mit einem Gerichtsvollzieher umgehen, man möchte ihnen direkt einen, aber das kann man ja nicht haben. Mir macht Spaß, weißt du, noch macht dir Spaß. Und der mir heute durch die Maschen geht, den kriegt der Chef morgen. Ja, du sagst es so. Jetzt muss ich gehen. Also, ne, gut, ich danke schön für den Kaffee. Er war zwar kühl, aber dafür nicht so stark. Und sei recht brav und lass keinen bösen Kollegen herein, ja? Auf Wiedersehen, mein Kind. Du duftest aber überdeutlich. Du merkst aber alles. Ja, ein neues Parfum. Ja. Ein Werbegeld für eine große Parfümerie. Jetzt wird uns geschartet. Was ist denn? Darf ich nicht fangen, sondern mein Bildungsschuh. Wuschi. Ja, lass ihn doch, er hat ja recht. Wir sollen bessere Schulen bauen. Kommt mal, ey.
gut, ich hätte schon was Dringendes zu tun. Was sehr Dringendes, aber wie gesagt, dringendsten Laden eigentlich da. Das ist richtig. Naja, das kann ich mir vorstellen. Wissen, ich habe hier nämlich auf jemanden gewartet, den ich dringend sprechen möchte. Aha, ich verstehe. Ein Ordnung. Die Sehnsucht ist mehr auf meiner Seite. Es ist völlig einseitig. Verstehen Sie? Er will immer weg und ich bin immer hinter ihm her. Und schnell heißt er von sich aus. Immer schnell weg. Ganz schnell. Das heißt, Sie sind ein ruhiger Vogel. Sagen Sie mal, wenn Sie mal suchen, warum gehen Sie denn dann nicht wie ein normaler Mensch in das Haus, anstatt sich hier die Zeit zu vertreiben? Wer sagt Ihnen denn, dass ich ein normaler Mensch bin? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Weil Sie haben gleich, Herr Kollege, die passen nur auf bei der Falschbank, den scheinen Sie aufhalten, kluge Reden, aber ich bin Gerichtsvollzieher. Ich kann nicht so ohne weiteres in ein fremdes Haus, wo einer zu Gast ist. Nicht, da muss ich Sie mitnehmen, aber da ist ja nun halt zu spät. Ja, Sie sind also ein Gerichtsvollzieher, das ist nett, dass ich auf die Art und Weise kennenlerne. Bitte treten Sie doch näher. Dankeschön. Darf ich das nehmen? Ja, bitte schön. Ja, Sie tun mir wirklich auch selbst. Warum? Ja, vielleicht möglich, ja. Ach, wie meinen, weil Sie hier sind? Ja. Ja, das ist bestimmt Bild von einem Freund. Aber wenn Sie einen Wechsel, einen Witz nennen, dann ändern Sie recht haben. Ein Wechsel? Was ist denn das? Das hier. Das habe ich nie gesehen. Was soll ich denn damit? Bezahlen? Ja, das verstehe ich jetzt aber nicht. Der Gutsche hat gesagt, ich brauche ihm das bloß unterschreiben. Also den Gefallen könnte ich ihm schon tun, wenn ich ihm schon kein bares Geld leihen kann. Und da haben Sie unterschrieben. Ja, natürlich. Der Gutsche hat gesagt, ich brauche mich da nie mehr darum kümmern. Dafür wird er schon sorgen. Ne? Na, das hat er mir danach gesagt, nicht wahr? Er hat Geld bekommen und jetzt wird er Ihnen präsentiert. Der Wechsel ist ja nicht geplatzt. Ach, na, so ein Bandit, was? Das ist aber nicht nett von einem Freund, sowas zu machen. Jetzt muss ich also brechen. Muss ich irgendwie 150 Mark bezahlen, nicht? Aber wieso ist an der geplatzt? Der ist doch da. Naja, das sagt man so. Aber sagen Sie, wieso 150? 550? Das ist doch hier der Unterschied, ne? So eine Schweinerei, und den werde ich gleich anrufen. Der kann ja was erleben. Ich habe doch bloß unterschrieben. Das hat ja genügt. Was soll ich denn jetzt machen? Er zahlt und ich muss eine Fremde. Ich hab doch gar nichts zum Fremden. Und vielleicht hast du was zum Zahlen. Na, warten, wie wir dich den erwischt haben. Schade, mir hat Gustl Format eigentlich immer imponiert. Ne? Das ist ja ein Gangster. Naja, dann muss ich eben zu meiner Tante fahren, mir das Geld zu sorgen. In 3 Wochen bin ich dann wieder zurück. So lange habe ich gesagt. Warum schicken Sie mir denn nicht so einen Zahlungsbefehl oder wie so ein Ding heißt? Ne? Die kommen hierher und wollen einfach Geld. Das finde ich aber nicht nett. Ne? Das ist die Unschuldsengel, Sie. Bei einem gewöhnlichen Geschäftsvorgang, nicht? Da kommt zuerst eine Mahnung, dann ein befristeter Zahlungsbefehl und zum Schluss kommt dann die Zwangseintreibung. Ach, dann sind Sie so eine Art Zwangsarbeiter, oder? Gerichtsvollzieher dürfte wohl besser sein, nicht? Und wenn Sie nicht zahlen können, dann wird gepfändet. Und wenn Sie bis zur Versteigerung nicht zahlen können, nicht wahr? Dann wird versteigert und den Erlös... Ich kriege ich. Den kriegen die Gläubiger. Ach, so ist das ja. Aber ich kann ja gar nicht bezahlen. Ich habe ja gar kein Geld. Ich muss mir etwas besorgen. Ne? Ja, nett von Ihnen. Ja. Naja, dann komme ich Ihnen weiter ein. Ja, das war nett, dass Sie mir das alles mal erklärt haben. Ja, gerne. Ja, danke. Sie haben sicher Glück. Komm, was machen Sie denn da zu wünschen? Wie sind Sie denn überhaupt ins Haus gekommen? Können Sie nicht unten sorgen? Haben Sie denn hereingelassen? Also ich gebe nicht. Immer diese Bettelei. Verzeihen Sie, mein Name ist Frisch. Ich war schon einmal da und da sagte Ihnen ein Mädchen. Ach, das blöde Ding. Da habe ich ausdrücklich verboten, Sie mit Leuten an der Tür einzulassen. Also ich gebe nicht und kaufe nichts. Ja, das sei doch nicht, wie Ihnen nicht verkaufen, ich wollte nur mit Ihnen sprechen, dienstlich, wenn ich so sagen darf, aber nicht hier natürlich im Treppenhaus. Also wenn Sie nicht sofort den Fuß da rausnehmen, dann rufe ich auch Hilfe und lassen Sie durch den Hausverband entfernen. Das würde ich Ihnen aber nicht rein, gnädige Frau. Macht doch einen sehr schlechten Eindruck, wenn eine Dame von Ihrem guten Ruf schon 4 Wochen nach ihrem Einzug Besuch vom Gerichtsvollzieher bekommt. Und was wollen Sie hier? Ja, ich bin in Ihrer letzten Wohnung, da konnte ich Sie nie antreffen. Ja, ich kann Sie trotzdem nicht reinlassen, ich habe Besuch. Was für eine Schuld haben Sie sich denn? Ja, ich habe Sie vom Bodenhaus Gerber
486 Mark mit Gebühren macht das 499 Mark. Die haben es notwendig. Wen soll Lafari einen Gerichtsvollzieher ins Haus zu schicken? Dann werde ich nie mehr wiedersehen. Ja, den Eindruck müssen Sie gehabt haben, deshalb bin ich ja hier. Also am besten, Sie geben mir die Lafarie und ich erledige das für Sie, ja? Ja gut, dann kommen Sie morgen nochmal vorbei, ich werde Ihnen einen Scheck geben. Aber warum denn morgen, Herr Juppa? Warum denn morgen? Heute, nicht der morgen, das aufregende Scheck. Scheck kann ich keinen annehmen, wissen Sie? Möchte schon bald Geld bitten, heute. Also dann machen Sie einen Augenblick hier. Aber gerne, nicht so mal, nicht so, dann muss ich ja wieder läuten. Es gibt doch eine solche Unruhe. Na, der Laubenruppe, die ich nicht kenne, wenn ich nicht vorhabe. Gerne, ja. So, bitte. Ja, klar. Oh, die Güte selbst, Herr Jumann. Darf ich bitte, wenn wir sie bekommen, kommen wir noch 10. Wenn ich jetzt den Sieg halten. Darf ich bitten, Herr Jumann? Danke vielmals. Mich gefällt es in Ruhe, ich will Sie hier nie mehr wiedersehen. Ja, das liegt ganz bei Ihnen, Herr Jumann. Wiedersehen, gute Zeit. Freut mich, dass Sie da sind. Vermisst ihr Sie? Aber nett, dass Sie auf mich gewartet haben. Machen Sie, dass Sie wegkommen und dass ich Sie ersaufen. Aber sind Sie doch nicht so unvernünftig. Schauen Sie, es kostet Ihre Wasserzinsen. Und unsere Gebühren werden immer höher. Das erste Mal waren 6 Mark, jetzt sind wir schon bei 10 Mark. Jetzt wird Zeit, dass Sie reinmachen und betrinken, sonst schwenge ich Sie auf die Straße. Sie sind immer noch fest am Laune, das freut mich. Also bis zum nächsten Mal. Das sind dann an die 12 Mark. Auf Wiedersehen, Sie. Der Fischer Wasser machen Sie. Und da bin ich hier richtig bei Löwinger. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich sei die 6. Werke und sonst herausgesiedelt. Sie führen einen Doppelnamen, mein Mann heißt Löwinger. Ach, Ihr Mann heißt Löwinger, ich habe auch gesehen, sehr hübsch, dann sind Sie da ähnlich, was denn? Und ich habe ihn? Nein, das soll ich aber gut kommen. Guten Tag, willkommen Sie nochmal. Oh, sehr liebenswürdig, freut sich überhaupt, sehr freut mich schon. Ich habe so die Patrien, wenn ich in der Lage bin. Mein Name ist Frisch, bin kriegsbasiert. Oh, die Beiße werden Sie ja nicht gleich. Bitte kommen Sie doch weiter. Wir hatten schon lange keinen Besuch mehr. Oh, sehr freundlich. Oh, da war hübsch hier. Oh, das ist aber. Also eine richtige Künstlerwohnung. Mit so schrägen Wänden habe ich so gerne so etwas Gemütliches. Ich war ja früher, wollte auch immer Künstler werden. Ich glaube, der macht die richtige Frau dazu, wa? Oh ja, den habe ich. Und leider noch anderes dazu. Was denn? Echt, jede Menge. Ich kann mir schon denken, warum Sie gekommen sind. Ja? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Wenn Sie sich das mit Ihren Dienstvorschriften vereinbaren lassen. Ja, entschuldigen Sie, Sie haben recht. Wir sind im Umgang mit Gerichtsvollziehern nicht geübt, so. Ihr Besuch ist der erste, den wir von dieser Institution bekommen. Aber nach unserem Missgeschick konnte das ja nicht ausgehen. Ja, ich weiß, wir sehen keine gern gesehenen Gäste, nicht wahr? Ja, wir müssen immer den bösen Mann spielen. Oder die Leute glauben, dass wir ihn spielen. Danke. Wie viel ist so ein Bild wert? Die Arbeiten sind eigentlich einer Geschmacksrichtung unterworfen. Es sind keine Bilder, sondern Grafiken. Nur leider haben wir keine Interessenten dafür gefunden. Naja, jeder Künstler braucht ja eigentlich einen Mäzen, nicht? Ja. Wollen Sie nicht auf Platz nehmen? Sie wollen wohl sagen, es ist eine Kunst, von der Kunst zu leben. Nein, ich verstehe ja nicht viel davon. Sie sind sehr von der modernen Malerei, da braucht sie immer einen Führer. Aber die Sachen machen einen großen Eindruck auf mich, muss ich sagen. Die gefallen mir schon sehr. Mhm. Es sind auch Lieblingsdarstellungen von Werner. Ja. Und er ist fest davon überzeugt, dass sie eines Tages hochbezahlt werden. Das werden sie auch, das wirst du noch erleben. Aber wo findest du heute noch guten Geschmack? Ja, da hat er recht, guter Geschmack. Das ist heutzutage meine Wahl. Um uns das zu sagen, sind Sie dann bestimmt nicht hierher gekommen. Ja, leider nicht. Ich kam um, sagen Sie, was ist da was passiert? Und das war der Anfang von der ganzen Misere. Lass doch, Dame, das hat Herrn Frisch bestimmt nicht interessiert, er hat sich ja andere Sorgen. Na sagen Sie das nicht, dienstlich hat es mich nicht zu interessieren, aber privat interessiert es mich schon. Ich kann Ihnen sagen, sowas Blödes wie mir passiert auch nicht jedem. Ja. Aber was hat Sie denn zu uns geführt, Herr Frisch? Ach so, da habe ich jetzt gern. Ja, also da handelt es sich um eine Schuld von einem Moment. 485 Mark entstanden durch die Reparatur eines Leihfahrzeuges, das von Ihnen gemietet war. Ja, das stimmt, aber ich finde zwar die Summe ziemlich hoch,
Aber Sie sind keine Fachleute, das stimmt. Ja, Sie erkennen also die Schuld an. Ja? Ja, natürlich. Ah, das sei von Ihnen, ja. Wie ist denn das? Wie ist das passiert? Zu schnell gefahren, ne? Neuen Führerschein, oder? Ja, wissen Sie, zu der Zeit, als wir damals den Wagen gemietet haben, da ging es uns noch verhältnismäßig gut. Wir machten damals ein paar Tage Urlaub, den ersten übrigens, mit Freunden zusammen. Und da bat ich meinen Freund, ich soll ihn doch fahren lassen. Ich verstehe schon einen Freund, was er. Damals jedenfalls konnte ich es noch nicht. Leg dich nicht wieder auf, Werner. Damit ändern wir ja die Tatsachen doch nicht. Es waren unsere einzigen Freunde. Und Sie müssen wissen, wir sind allein hier in der Stadt und haben keine Angehörigen und jetzt auch keine Freunde mehr. Wie waren wir nach dem Unfall auch los? Das wäre alles nicht so schlimm, Herr Frisch, wenn Werner nicht schon seit Wochen arbeitsunfähig wäre. Naja, aber immerhin, ich finde, Sie nehmen das ganz zu schwer. Wird doch nicht lange dauern, da ist Ihr Mann wieder gesund, dann können Sie wieder arbeiten. Ich finde das alles großartig. Ich meine, Ihre Bilder gemacht. Naja, für mich ist jede Künstlerin Genie. Genie? Was nützt denn Leuten ein Grafiker, der den Arm in der Schlinge trägt? Ich kann doch nichts machen, wenn ich wenigstens aufträge. Jetzt scheint es ja langsam wieder besser zu werden, aber kein Mensch glaubt mir das. Stimmt doch, oder? Das werden Sie jetzt tun, Herr Frisch. Ja. Ich muss leider pendeln. Meine an die Bilder kann ich mich nicht halten. Weiß nicht, was die wert sind. Ich muss also realere Dinge finden. Na ja, nur seien Sie nicht unruhig. Das tut nicht weh, das geht gleich vorbei. Also, es sind die 122. Ja, aber Herr Frisch, das gehört uns doch noch gar nicht. Ja, das steht doch nicht. Nein. Na ja, aber steht doch da. Ja, aber das ist doch jetzt zur Hälfte bezahlt. Nur eine Frage, das gehört uns. Können Sie nachweisen, dass es nicht die Eigentum ist? Ja, aber natürlich. Wir haben also die Verträge. Na, ich weiß doch nicht, wo die Verträge sind. Na, das spielt keine Rolle, solange Sie die Verträge nicht haben, bleibt es gepfändet, nicht wahr? Außer natürlich, Sie werden bezahlen. Ich würde ja gern bezahlen, aber ich kann doch im Moment nichts machen. Naja, es wird schon alles gut werden. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg und recht gute Besserung. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie kennengelernt haben. Oh, ja wirklich. Und wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht. Davon bin ich überzeugt, ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, auf Wiedersehen will ich lieber nicht sein. Nein, privat schon, aber dienstlich. Ich habe noch eine Frage an Sie. Ja. Wann ist die Versteigerung? Na so, in 3 Wochen. Aber wenn der Geldsegen vorher eintreffen sollte, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Das wäre sehr wichtig für Sie. Würde ich die Sache auch sehr verbilligen, nicht? Also alles Gute. Hallo, Max? Ja, grüß dich. Ja, hier ist Philipp. Du, hör mal, du brauchst doch jetzt sicher viel Personal. Ich hätte da einen jungen Mann. Naja, bei dem Mangel an Arbeitskräften, ein junger Mann, der realisiert, ein Künstler. Ach, red doch nicht das Auto, ich mein's doch gut, ich wollte dir helfen, nicht wahr? Und dem jungen Mann wollte ich auch helfen. Nein, das hat im Moment leider nicht. Also auf Wiedersehen, entschuldige die Störung, bitte. Was ist mit dem jungen Mann? Schuldner von dir? Naja, ein Künstler-Ehepaar, da war ich bei uns, die waren so reich und der mir so gefallen, die haben sowas sympathisch. Ja, aber die sind ziemlich unschuldig in die Sache der Männer. Und da wollte ich dem jungen Mann helfen, das hat sehr talentierte Grafiker, weißt du. Hast du bei denen spenden müssen? Ja, aber sehr ungern. Sind zwei so reich und so sympathische junge Leute. Trotzdem haben sie mit einem billigen Kuckuck Bekanntschaft gemacht. Ja, das darf ich doch nicht sagen, das ist Dienstgeheimnis. Aber wenn es zur Versteigerung kommt, dann ist es doch bekannt. Aber doch nicht die Höhe der Summe, sondern nur der Fanggegenstand. Und wie heißen dann deine Päckchen? Darf ich doch nicht bekannt geben. Schade. Wieso schade? Willst du vielleicht eine Spendenaktion starten? Nein, das nicht. Aber wir bräuchten dringend einen talentierten Grafiker für unsere Malwerbeaktion. Die Parfümflitzen? Das wäre doch was für den Löwinger. Jetzt brauchst du nur noch die Adresse, dann bestellen wir uns dein Talent. Ja, ohne Eierbedingung. Du darfst nicht sagen, woher du die Adresse hast, ja? Ich brauche ihn, ich will noch deine Tochter. Schweigepflicht. Sag nicht, wie kann man denn bei euch verdienen, so in 3 Wochen? Ich meine, leben müssen wir schließlich auch. Moserstraße 20. Danke. Da weißt du, Vati, das ist dein Heiratstag. Wenn er richtig gut ist, dein Künstler, dann kannst
kannst ihn nach seiner Kartei ganz streichen. Das ist jetzt zufrieden? So, dann setz dich endlich zu und so hör auf mit dem Dienstbetrieb. Du hast gleich reden. Ja, wie sieht der Folge an meinem Beruf? Aber manchmal gehören schon Nerven dazu, wenn man so in der Rechteverwesung für menschliche Versagen herumstürmt. Also, Helle gibt es da ein Tier. Helle? Abgenommen, die haben schon bezahlt. Und das in einer Tagezeit ein schöner Beruf.